Weißt du, was ich meine, du Sohn einer Gurke? Wenn ich so eine Musik schon höre, dann krieg ich schon wieder... Krieg ich Gänsehaut, ne? Hier, wie heißt der? Marc Aurel? Nee, Hans Zimmer. Danke. Restore Defaults. Defaults. Warte mal, Settings? Settings? Die Mucke lässt du schön an, das wird hier ankert, oder? Nee, machst du aus, die Mucke, oder? Nee, lässt du an, oder? Ich weiß nicht. Also, ich denke mir, in einem guten Let's Play, Kalle... Setz sie mal hin, wie so ein, nicht wie so ein Schluck Wasser. Alter, ich mach das Commentary hier von der Rückreservebank. Nein, jetzt setz dich mal hin. Ich bleib hier liegen, was willst du machen? Willst du die Kuh sein? Meine Damen und Herren? Das ist nicht dein Scheiß, ey. Das ist ein Loch in der... Kannst du dich jetzt mal beruhigen? Ich versuche jetzt hier eine gewisse Stimmung aufzubauen. Okay. So, meine Damen und Herren. Boah, geht schon los? Der Henno und ich, wir hatten mal eine ganz neue, ausgetüftelte Idee. Wir sind ja beides Schisser. Schöner Strudel, sehe ich jetzt schon. Können wir das Video jetzt endlich starten? Das Video. Du Affe. So. Ey, wenn ich ein Affe wäre, was für einer wäre ich? Ein Schimpanse. Warum? Weil du so ein kleiner Kletteraffe bist, ein kleiner Klettermax. Und ich wäre ein Orang-Utan, Alter, weil ich den ganzen Tag rumbrüll und mir am Arsch kratze. Nein, ja doch. Für Orang-Utan noch längere Arme und so. Was sind die mit den roten Haaren? Orang-Utan. Ja, so einen wäre ich gern. Nein, du bist ein Gorilla. Du bist ein richtiger Silberrückenjunge. Können wir jetzt das Horrorspiel spielen? Na klar. Cool. Alhamdulillah! Ja, also wir spielen jetzt Made of Skrr. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. Thomas, die Lokomotive! My father has learned of our plans, my love. Das ist keltisch. I realize das nicht. Das ist eine Frau. Dim und Kalion la... Nur ein reines Herz vermag frei zu sehen. Ja, Dim und Kalon lan al gamnu. Kannst du das bitte mal ernst nehmen? Das ist ja, ich nehm's mega. Alter. Damn nails, not. Alter, ihr Großbritannien, Alter. So. Das Musikmedaillon. Was soll das sein? Ich google das. Schreibst du das auch richtig? M-O-S. Medaillon. Medallon. D-A-I-L-L-O-N. Nein, so eine Scheiße gibt es nicht. Hier schon. Das ist irgendwie so ein Zug. Ja, ja. Ich kann hier nicht raus. Nicht? Nee, weil da ist auch Ende. So, dann guck mal, es ist richtig idyllisch. Na! Ah! Oh, oh Gott. Ich wusste, dass du es irgendwann machst. Ich wusste nur nicht wann. Too early, Alter. Was ist hier? Skibbity. So eine Vorstellung von Elizabeth Williams. Der neue Mal von Skibbity. Na, oh, man kann sprinten. Ja, bitte. Alter, Herzschlag. Aber bin ich jetzt ein Mann, Herzschlag. Oder? Du bist eine Frau. Okay, oder? Ja, ich glaube schon. Übel Herzschlag, ne? Warum? Ach, weil sie gerannt ist. Weil sie gerannt ist. Aber was ist hier denn? Das ist eine Geh da nicht hin. Da kommt ein Monster, Slenderman, Werwolf. Normalerweise würde doch jemand einen vom Zug abholen, oder nicht? Ja. Eine Lady. Voll unnötig. Im 19. Jahrhundert. Aber sind wir jetzt eine Lady? Weil wir haben, guck mal, wir sind so richtig männlich eigentlich. Alter, als ob jetzt schon was passiert. So Vorsicht vor dem Hund. Alter. Schnauze! Ich sag dir, so früh passiert da nie was. In keinem Horrorgame. Ich Dann hast du Visage nicht gespielt. Ich habe mehr Horrorspiele gespielt, als ich gepisst habe. Wirklich. Was? 2010 habe ich schon Horrorspiele gespielt. Trink mal einen Schluck Kaffee. Es lockert auch, es entschlackt ein bisschen die Muskulatur. So. Das heißt, wir sind Kerl und haben Dick, oder wie? Ja, jetzt einfach offen. Also hier ist einfach niemand, die Tür ist auf, man kommt da an, ist die einzige Person im Zug. Was ist das? So, hier, also wir sind, glaube ich, so, Maid ist ja quasi so ein Dienstmädchen, ja? So man aufräumt und so für die Kinder auf. Ja, hier wurde ein Hotel eröffnet, cool. Ja, und wir sind, glaube ich, beim neuen Job angefangen. Ja, aber es sieht ja auch aus wie Scheiße. Also lebt hier niemand? Da liegen zwei Pullen Bier. Ah, nee, ist ein Fernglas. Also da ist jetzt erstmal irgendeine krasse Engelsscheiße oder so. Ja, moin. Feuerwehr. Also ich finde es richtig schlecht erzählt bislang, weil es ist so, ja, Zug, raus, Pampa. Hä? Kannst du aufhören? Ja, klar. Muss nur was sagen. Jetzt geh doch endlich in die Burg. Geh ans Telefon, Aufgabe. So, dann geh mal ans Telefon. Wo ist denn das Kacktelefon? Steht doch da. Ah, da klingelt's doch.
gestriegelt, richtig geputzt. Wer hat die Kerzen angemacht? Das frage ich mich jedes Mal. Da ist das Telefon. Ja, aber das sind noch andere Sachen. Ja, eine Tür, eine Leiter, verschlossen, irgendwas zum... Dann geh doch zum Telefon. Voila, hallo? Hier spricht Thomas. Bist du das? Elisabeth? Thomas. My Thomas. You do not know how wonderful it is to hear your voice. Müssen wir uns zusammen aussuchen, welche Antwort wir nehmen. Was ist hier vorgefallen? Frag das mal bitte. I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Ja, dann gehen wir wieder. I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. Wem musst du dich verstecken, Elisabeth? Schaut das ruhig allein. My father and uncle, the staff, they have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught. That everything has changed now. Ey, kommt jemand von hinten und greift uns. Hey, Elisabeth, bitte halt einfach die Fresse, wir kommen jetzt hoch und boxen die. Ja, komm, halt die Fresse jetzt. Together we can... Das erinnert mich übelst an, Ey, jede Diele in diesem Haus lebt! An Outlast 2, weißt du, wie ich meine? So, alle Kannibalismus, alle... Nee, die waren einfach nur crazy, aber ja. So, wir sollen hoch, ne? Hier waren noch zwei Leiter und da ist er eh verschlossen. Hier ist M. Hier sind leider hier, da könnte ich nochmal gucken. Nee, das sind so Schächte, das ist der Schacht, glaube ich. Gut, dann Physik, Alter. Oh, Lage... Bomben. Karte erweitert. Suche im Hotel nach Zylindern. Was ist denn das? Achso, jetzt habe ich in der Waiting Area den Strom an. Jetzt habe ich in der Grand Hall den Strom an. Ja, geh doch mal weiter, komm. Ja, gut. Oh, ich dachte, da hat jemand eine Taschenlampe. Ach so, doch alles so eklig, ne? Die hat... Da ist wer drin. Der ist kacken. Der ist so kacken, Bruder. Hier kann man nichts machen. Ja, und wenn du dich jetzt umdrehst, steht wer in der Tür. Oh Gott. Hör auf, Alter, ohne Scheiß. Ich sterbe, ich piss mich ein hier, wirklich. Atmen wir selber? Ich glaube, wir atmen, ja. Ja, und wir sind auch ein Kerl übrigens, ne? Ja, wir sind Thomas, die Lokomotive. Sie hat doch gesagt, ihr Vater und die Staff-Member sind halt jetzt so verdorben, ne? Also, dass die jetzt so richtig insane sind. Das ist übrigens so ein Ort. Hier wird jetzt 100 pro was passieren. Für Elise. Geiler Jam. Fällt doch gar nicht auf, ne? Nee, nee. Ja, die sind alle oben. Schlitzen alle auf. Please help me. Jan, helf ihm doch. Who's there? Thomas. Who are you? Ja. Henry. Henry Hughes. You must get me out. Hurry, we must get this door open. Warum hat man sie eingesperrt? Ich hab's einfach mal gemacht. Why do you think they're trying to kidnap me? Please, hurry, do something. Ich werde nach dem Schlüssel suchen. Oh, do something. I can't break it down from my side. Treten Sie zurück. Nein, oder? Ja, ich habe keine Option. Escape. Wait. No. They're coming. Oh God, please no. No, don't do this. Whatever you want, I... Geh doch weiter jetzt. Der Fall hat sich erledigt. Wir finden Schlüssel und dann wirst du deine fette Leiche liegen sehen. Alter. Wo muss sie denn so aussehen? Ah, hier kann man Strom wieder anmachen. Mann, diese ganzen Footsteps machen mich ganz kirre. Alter, warum ist das so laut? Nein! Es geht los, jetzt. Oh nein! Strom ist ausgefallen und jetzt müsstest du den wieder anmachen und dann kommt einer von hinten. Ja, 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 ja. Ja, ja, jetzt passt. Bist du ready? Mark my words, ja, Mann. Ich dreh mich nicht um. Arschloch. Letzte Tür auf und da kommt schon Blut. Ja, dann fahren wir hin.
Vor allem, als würde es was bringen, dass ich meine. Ja, sorry. Aber wenn wer weint, weiß man ja eigentlich. Ich sehe halt auch. Ah! Ah! Bruder, der ist richtig groß! Richtiger Schwarzenegger, Alter! Ey, aber macht der was? Kommt der da durch? Nein. Ja, nein. Den musst du jetzt einmal abchecken, ob der. Ach, der hat den mitgenommen. Geht ja gerade weg? Ja, ja. Aufgabe wurde aktualisiert. Doch. Folge den Männern. Gut, dann. Als ob hier so überall so Telefonzellen sind. Ja, vor allem hier in der Lagerhalle. Elisabeth, bist du da? Geht's dir gut? I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. Elisabeth, hier gibt es einen weiteren Mann. Kennst du ihn vielleicht? I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too. They seem to be drawn to sound. You must remain quiet. So, er wurde angegriffen und verschleppt. Die Geschöpfe, die ihn haben. Sie können wohl nicht sehen. Oh, die haben nur Ohren. Dear God, that's horrific. I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. Ich verstehe es auch nicht, was sie mit Zylinder hat die ganze Zeit. But why? What do you think is wrong with them? Einiges. I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Also ich muss sagen, was mich nervt, ist, dass unsere Person nicht reden kann. Überall steht auch Kuhmilch rum. Ja, ich bin auch normalerweise gewöhnt, bei solchen Horrorgames so überall Sachen zum ja, aufnehmen. Aber ja, aber hier ist halt nichts. Alter, was Alter, sind, warum sind hier jetzt... Sind das Leichen? Vielleicht ist das nur Mehl. Ja, Mehl muss ja auch hängen. Nein. Jetzt geht die Mugge aus. Ich dachte, das Licht geht aus, das wäre viel schlimmer gewesen. Oh. Nein. Das ist ja einladend. Nein. Doch. Der bricht sich die Hand, schneidet sie ab, irgendwas. Und jetzt wird man gepackt. Jetzt beim nächsten. Jetzt fühlt man sich nämlich safe. Und dann wacht mein Mehlsack auf. Wo ist das? Immer das Gleiche. Atmen anhalten. Das ruft die. Weil die hören, damit kann man die ablenken. Deswegen konntest du nachher vorhin den Strom in den Räumen, dann lenkst du die dahin nachher, weißt du? Ja, ja. Es hat ja immer geklingelt in den Räumen. Ja, und man konnte die Klingel benutzen. Und die Orgel. Er trägt den gerade und hängt ihn auf oder so. Oder schlitzt ihn auf. Er ist im Ofen. Dein Maul, Alter. Aber hier so diesig ist in der Luft, weißt du? Ja, da ja. Muss man durch. Mir wird schon schwarz vor Augen. So. Oh, bumm. Tür wird aufgeknallt, wir fliegen dahin runter. Oh, warum sind wir jetzt draußen? Was wollen wir draußen? Ich dachte, wir sollen einen Zylinder finden. Was überhaupt für ein Zylinder? Was soll das hier? Keine Karte vorhanden. Da ist einer. Ei. Ja. Er sieht dich nicht. Das ist kein Problem. Er ist halt richtig anstrengend. Was brauchen wir denn hier? Körperteile. Aus dem Bein. Das ist ja super unscary, wenn die einen nicht sehen, oder? Wieder ein seltsamer Brief. Mann, ich bin auf. Das ist so. Das war vor 10 Jahren der Standard für Horrorgames. Ja, ne? Also. Das f***t mich so ab, dass es bei den Horrorgames nicht vorangeht. Vor allem, wo soll ich denn hin? Da ist eine Höhle, da will ich eigentlich nicht rein, aber sollen wir. Ja, vor allem, es hieß ja. Halt doch dein Schnauzen! Nur weil hier Feuer ist, fängst du nicht an zu husten. Das ist halt auch dumm. Das ist eine Bärenfalle. Also wer hustet denn, wenn er 2 Meter vom Feuer entfernt ist? Moin, Hüffi. Moin. Ja, ich gehe jetzt rein. Also, Mann, nerv doch nicht. Also auch so Folge dem. Man hat gar keine Anzeichen mehr von dem und rennt einfach in der Pampa rum. Dummes Spiel. Hier lebt jemand. Also nicht wieder so lore, Alter. Ah, der war manchmal in diesen Zetteln, wurde er erwähnt. Prudence. Da ist einer. Da sind 2. Eieieiei. Nee. Hat er einen? Ja, der uns. Uns? Ja, der will uns. Oh, das ist jetzt unangenehm. Nicht vorbeigucken jetzt! Kuckuck. Der greift uns jetzt. Ja, jetzt vorbei. Das war's. Das war's. Dementor. Den Zylinder auf. Ja, der ist richtig piekfein angezogen. Aber das finde ich nicht scary. Nee,
Die Soundkulisse ist krass. Ja, ja. Die allgemeine ist... Jetzt fühlt man sicher und jetzt packt er ein. Guck doch nicht drüber, du Vollidiot! Lauf, lauf! Ich kann nicht mehr. Der ist jetzt einfach reingefallen. Ins Grab. Zufälle gibt's, ne? Oh, ich kann sowas nicht. Oh, das tut weh. Jebediah. Kultbrief. So. Liebe Brüder und Schwestern, der Hohe Rat ist still und lädt euch. Ist irgendeine Sektenscheiße. Ich verstehe auch noch nicht so ganz. Jetzt sind wir hier in so einer Tropfsteinhöhle. Hier wird Musik gespielt. Da kommt wieder hier. Ein komischer Engel gefangen. Sind wir hier wieder bei Sauron, Alter? Ist weg. Nervt. Kann mich mal jemand erschrecken jetzt, oder was? I6-Tascheneintrag. Ja, super. In der vergangenen Nacht hat der Sturm des Jahrhunderts die Insel gebeutelt. Mich interessiert halt nicht, ob irgendwelche Schiffe von letzten Jahr vor 20 Jahren. Es juckt. Ich habe auch keinen Bock 100. In einem Horrorgame, diese verkrampften Pausen. Und dann soll man da erstmal 3 Seiten lesen. Die Eier müssen klatschen. Ach so, weiter geht nicht, oder? Ja, was? Wir haben jetzt den Weg freigemacht. Was für die Kohle zur Seite. Warum sind wir auf einmal in so einer Mine? Es war ein Hotel. Jetzt neue Öffnung Friedhof. Oh, 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 oh. Lass ihn einfach vorbeilaufen. Den habe ich gar nicht mitbekommen. Haben wir ein richtiges Lager aufgeschlagen. Hebel an. Aber wie, die sehen so low aus. Die sehen richtig low aus. Ja, als hätten die auch nichts drauf. Ich ran, Alter. Ich höre krasse Sachen. Oh, oh, shit. Aber das muss der doch mitbekommen. Guck mal, der chillt einfach. Also das verstehe ich halt auch nicht. Das ist ja nice, wenn die nichts sehen. Aber da müssen die doch übel geräuschempfindlich sein. Jetzt hat er es mitbekommen. Jetzt rennt er aber auch los. Ich mach meinen Dampf ab. Ja. Okay, jetzt ist er hartnäckig. Okay, aber er ist ja wirklich nicht gut. Ach, komm, Alter, was soll ich machen? Ich muss laufen. Ich muss einfach nur laufen gerade. Ich kann nicht chillen. Halt mal Luft an beim Laufen. Oh, der verprügelt mich. Ich kann nicht, ich hab keine Ausdauer. Aua, der boxt mich. Halt die Luft dann nur ab. Ja. Lief scheiße. Ja, aber die hauen mich ja nur. Ja, vor allem 10 Jahre hauen die dich, ehe man tot ist. Wir spielen auf normal, das ist der höchste Schwierigkeitsgrad in dem Game. Mach weg die Scheiße. Ja. Könnt ihr mal einen Vorschlag machen? Vielleicht beim nächsten Mal? Also. Dass wir dann hier, wenn wir wieder, wir machen ja ab und zu dieses GTA aufnehmen und so und, aber das wäre mal was ganz Neues. Wir reacten zusammen auf das, also wir commentarien zusammen Horror Games. Schaut mal mit Maximilian, Paul, Karl, Heinz, Knabe vorbei. Nee, die sollen, nein. Nein? Hey, was sollen die bei mir zu Hause vorbeischauen? Stimmt.